Willkommen zu Dark Souls Remastered. Hier ist wieder euer Gonzo und es geht los mit dem New Game Plus. Siran kämpft sich hier nochmal durch Dark Souls. Kerkerzellenschlüssel nochmal durch Lordran. Wir schreiten ein weiteres Mal durch Lordran. Diesmal voll bewaffnet. Mit all der geilen Ausrüstung. Oh, Kätzchen besteigen mich jetzt schon. Die fangen jetzt schon an, mich anzugreifen. Da ist der verwirrte alte Asyldämon. Und wir beeilen uns mal. Wir müssten jetzt den ersten Boss beim ersten Mal killen können. Und können einiges überspringen. Wir müssen auch nicht jeden Mist nochmal einsammeln. Obwohl ich ja so ein Komplettist bin. Ne? Ich bin jemand, der auch beim zweiten Mal immer wieder alles einsammelt. Habe ich dieses Leuchtfeuer niemals aufgewertet? Ich habe nur 5 plus. Ach nee, plus. Ich habe plus 5. Ich habe 17 Estus. Ist das alles? Ich hoffe, die Leuchtfeuer, die auf 20 waren, bleiben auf 20. Du darfst. Gut. Hi. Wow. Okay. Nicht schlecht. Nicht einmal getroffen. Nicht mal gegen das Schild. Überhaupt gar nicht. Dämonenhammer erhalten. Für das sofortige Töten. Menschlichkeit erhalten. Aber den Schlüssel nicht erhalten. Wo bekommen wir den jetzt? Oh, ich habe vergessen zu leveln. Kann ich gar nicht. Wie, ich kann nicht aufleveln? Zauberei einstimmen. Bodenlose Kiste. Oh Mann. Ich muss mich hier wirklich durchkämpfen. Ich habe nie nach oben geguckt. Da fehlt die Decke. Nie. Interessant. Das ist die Startwaffe, die können wir liegen lassen. Moment, meine Startwaffe müsste eine Keule sein, ne? Brauche ich nicht eine Keule mindestens? Muss ich nicht irgendeine Keule umwandeln? Ich will ja Smaugs Hammer bekommen in diesem Durchgang. Den brauche ich ja dringend. Also eine Keule kann nicht schaden. Die sollten wir einsammeln. Heule. Alte Keule. Dann bekommen wir jetzt bestimmt den Schlüssel von dem Ritter, von dem Rittersmann, der uns befreit hat. Der die Leiche hat liegen lassen. Ich habe letztens mit Vicky geredet auf Mixer. Der ist ein Streamer auf Mixer. Der spielt über die Xbox. Und spielt zum Beispiel Tomb Raider. Das fand ich sehr interessant. Und da haben wir geredet über Dark Souls, weil er hatte so angemerkt, so... Er kann mit so Spielen, wo man... Ups, ja, Kätzchen. Er kann mit so Spielen, wo man so ganz viele schnelle Tasten drücken muss, so Hack and Slays wie Dark Souls, nichts anfangen. Da meine ich, Dark Souls ist nicht gerade schnell. Dark Souls ist ein sehr langsames Spiel und es ist kein Hack and Slay, sondern ein Rollenspiel. Das wollte ich zuerst gar nicht glauben. Dann habe ich geschrieben, doch NPCs aufleveln und so, verschiedene Waffen. Du kannst Waffen nicht benutzen, wenn du so wenig Stärke hast. Rollenspiel einfach. Und ich habe ihm gesagt, falls er Dark Souls noch zu Hause rumliegen hat, kann ich ihm gerne helfen, die Spielmechaniken mehr zu verstehen, weil das Spiel eigentlich recht einfach ist, wenn man weiß wie. Wenn man die Mechaniken kennt, wenn man weiß hier, Skelette mögen es nicht umgewuchtet zu werden mit schweren, harten Waffen. Eine Großschwerter oder Keulen. Zum Beispiel. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Ist natürlich die Frage, warum die nach einmal sterben alle wahnsinnig werden. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death.
So go now and thank you. Die haben einfach einen schwachen Willen, würde ich sagen. Die halten nicht so gut durch. Wir haben den Schlüssel und können jetzt eigentlich auch unten lang. Sofern die Tür unten nicht zu ist, ne? Ist die Tür unten dann zu, obwohl der große Gegner platt ist? Dann müsste ein Pfeil geflogen kommen, ja. Gut, beide platt. Und der Pfeil kommt. Und tot. Ich guck mal, ob die Tür offen ist. Die Tür wäre offen gewesen. Da kein Boss da ist, hätte man einfach durchgekonnt. Nein. Einfach nein. Nö. Der macht ja seinen Schildschlag und das bringt einfach mal nichts. Das ist schön. Sehr schön. Können wir direkt hier zum verirrten Dämon? Das wäre jetzt geil. Ich hätte es jetzt drauf angelegt, direkt hier runter und dann gegen den Großen kämpfen. Das wäre lustig. Okay, schade, dann nicht. Wir hätten ihn platt gemacht. Mit dieser helle Bade. Und dem Schild. Und den 94.000 Seelen. Um die ich mich jetzt noch kümmern muss. Ich glaube, jetzt kann ich aber direkt weiter, ne? Bei Snuggly muss ich nichts machen. Ich muss aber Gwyns Seele zum Sonnenschrein bringen. In diesem Durchgang. Und ich glaube, man kann aber auch ein Schwert draus machen. Das machen wir dann im nächsten Durchgang. Und irgendwo gegenüber der Krähe soll auch irgendwo ein Item sein. Ob das jetzt hier war oder am Feuerbandschrein, weiß ich nicht. Wurde mir geschrieben. Ich habe geschrieben, wahrscheinlich habe ich es einfach übersehen oder vergessen. Naja. Jetzt gleich können wir leveln. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Der Feuerbandschrein sieht sehr gesund aus, sehr groß und feurig und hat plus 20. Yep. So muss das sein. Vitalität, Kondition, das sind Werte, die dringend verstärkt werden sollten. Gut, machen wir erstmal so. Dann könnte ich natürlich auch jetzt direkt wieder runtergehen und mir die Feuerhüteseele holen. Diesmal wäre ich sogar stark genug, die Geister sofort platt zu machen. Dann kann ich mein Estus direkt noch einmal verstärken. Das machen wir direkt mal. Alles ist wieder zurückgesetzt. Die ganzen NPCs sind wieder da, die vorher einst verschollen waren. Die ganz und gar verloren waren. Ich habe trotzdem nicht die Feuerhüterin getötet, obwohl man das hätte machen können. Feuerhüterin töten, Seelen schnappen und hier ins New Game Plus mitnehmen. Aber nein, habe ich nicht gemacht. Hatte die Feuerhüterin Seele eigentlich einen Text hier aus Neulondo? Hatte die irgendwas Sinnvolles zu sagen, damit man weiß, was eigentlich aus dieser Frau geworden ist? Weil wir hatten ja die Theorie, dass diese Siegelmeisterin, diese mit der roten Robe, die sich Lordrak angeschlossen hat, mit Lordrak zusammen hier die Feuerhüterin getötet haben. Oder sie hat die Feuerhüterin getötet oder Lordrak. Und vielleicht wurde Lordrak dafür auch eingesperrt. Man weiß es nicht. Ups. So. Auf jeden Fall hat sie sich ihm dann angeschlossen und in der anderen Welt tötet man sie ja auch dafür. Sie gehört zu seinen Gefolgsleuten, Frauen. Gefolgsmenschen. Katze. 13 Wanderflüche, das reicht auch vollkommen aus. Jetzt schön
vorsichtig. Schön vorsichtig. Nein. Okay. Wenn man so übermütig wird und so overpowered ist, dann fällt man sehr leicht irgendwo runter. Da muss man aufpassen. Außerdem diese Jays, man kann diesen Jays nicht trauen. Die wollen einfach immer jede Klippe runterspringen. Ich glaube, das machen die extra. Hey, das macht er nur diesen einen. Nur noch diesen einen Move. Hört auf. Hört auf mit diesem Move. Es ist doch nicht. Machen nur noch diesen Griff-Move. Dick-Move ist das. Dick-Move. Jetzt ist aber gut. Aber mir fehlt noch eine Waffe von denen, ne? Mir fehlt noch die Waffe. Zwei Schläge brauche ich tatsächlich. Und die sind sehr hart. Die machen richtig viel Schaden. Okay, weiter. Da sollte ich vielleicht diesen Ring anziehen. Dieser Ring, damit ich eine höhere Fundrate habe. Damit ich diesen Dolch irgendwann bekomme, der zu diesen seltenen Items gehört. Diese Waffen, die man braucht für die Platin-Trophäe. Die Frage ist, wie war das nochmal hier geregelt? Wie tödlich waren diese Gegner, die jetzt kommen? Wow. Okay. Hinter mir! Hinter mir! Das habe ich vergessen, dass die auch hinter mir sind. Ich hatte vergessen, dass die auch hinter mir erscheinen. Okay, aber die bekommen einen schönen Fallback, wenn ich sie schlage. Wanderfluch. Okay, zumindest das. Zumindest habe ich ein Plus an Wanderflüchen. Wenn ich jetzt nicht schön vorsichtig hier durchlaufe, dann kriege ich aber die Krise. Schön geschmeidig. Bleib geschmeidig. Feuerhüterseele. Dankeschön. Ach, okay. Es gibt keinen Teleportationsgegenstand. Zurück nach Hause. Das mache ich so. Ich teleportiere mich so weg. Ist ja nicht Dark Souls 2, wo wir die Feder hätten, wo wir jederzeit teleportieren können. Geht auch so. Jetzt die Wanderflüche wegpacken. Bevor ich noch Schindluder damit treibe, mir irgendwas Blödes passiert. Ich kann mich natürlich unsichtbar machen. Genial. Ring des Nebels. Hier. Wem können wir denn jetzt noch ein... Oh, da liegt Menschlichkeit. Ich glaube, erstmal zu der Feuerhüterin gehen und mir jetzt den Bonus abholen. Nochmal gerade gucken, was diese Seele zu sagen hat. Oh, Aschefürst Gwyn. Nicht benutzen, nein. Seele einer lang vergessenen Feuerhüterin. Jede Feuerhüterin ist eine Verkörperung ihres Leuchtfeuers und zieht die ihr dargebotene Menschlichkeit an. Da unendliche Menschlichkeit an ihrer Seele zehrt, kann sie die Macht der Estus-Flakons steigern. Ein verstärkter Estus-Flakon bringt dichteren Estus, was eine Zunahme an regenerierten TP mit sich bringt. Das haben wir, glaube ich, gelesen beim allerersten Durchgang. Hat sich nichts getan. Ist auch nichts Besonderes. Hi. Ja, sie kann wieder nicht antworten. Estus verstärkt. Dann sind wir jetzt schon mal ein bisschen im Vorteil wieder. Ein kleines bisschen besser. Mehr Estus. Ich glaube, nochmal mich hinsetzen muss ich nicht. Das ist das einzige und erste Leuchtfeuer, was ich hier betreten habe. Dann könnten wir natürlich einfach mal die Gruft runtersteigen. Bringt uns aber nicht viel. Teleportieren können wir ja auch noch nicht. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Kann ich ihn sofort töten? Hello there. But I also want you to know here, no go. Kann ich ihn jetzt sofort einfach umhauen? Ach, seine Leute müssen erst noch kommen, ne? Oh my, you again. Oh, I have to await. So what if would that? Very well. That is a shame. Speak to. Hab ich nicht noch irgendeinen Bund?
Den wollen wir doch nicht aufheben. Krieger des Sonnenlichts plus 1. Nee, bleib ich erstmal. Gibt es dafür eine Strafe, wenn ich den wechsle? Wir wollen es ja nicht riskieren. Dann, auf dem Friedhof müssen wir nicht. Da sind zwar jede Menge Gegenstände, aber die habe ich ja alle schon. Dann würde ich sagen, gehen wir sofort hoch. Wir können sofort das Spiel quasi durchspielen. Einfach geradeaus durch. So. Jetzt kann der erste kommen. Der zweite bitte auch. Sieht mich gar nicht. Ach so, okay. Ich habe jetzt mit dem Feuerangriff von oben gerechnet, aber ich bin ja unsichtbar. Das habe ich vergessen. Da hinten ist der Opferungsring. Der wäre nützlich, aber da müssen wir jetzt auch noch nicht hin. Muss noch nicht. Jetzt sieht er mich. Jetzt siehst du mich nicht. Du bist auch schon weg. Und bis der mich sieht, ist der schon Geschichte. Sehr schön. Ich liebe Backsteps. Backsteps sind das Beste. Und zurück. Einen Schlag zurück. Was lag denn da ganz unten? Da wollen wir doch mal nachsehen. So Sachen wie Menschlichkeit sollte man auch niemals auslassen. Man weiß nie, wenn man Menschlichkeit mal wieder braucht. Mal gucken. Oder Seelen. Verzehrbare Seelen. Immer wichtig, wenn man gerade irgendwas reparieren möchte oder sowas. Und man hat nicht mehr genug Seelen. Oder ist gerade dumm gestorben, was uns auch hier wieder passieren wird. Auch hier werden wir ganz oft dumm sterben. Aber Tode sind meistens kein Verlust in Dark Souls. Meistens nicht. Manchmal ja. Manchmal verliert man ganz viel. Aber meistens hat man noch eine Chance oder man hat absichtlich das Zeitliche gesegnet, weil man irgendwas Wichtiges einsammeln wollte. Ich mag auch die Bezeichnung nicht. Oft wird gesagt, es ist wie bei Dark Souls, wenn du stirbst, hast du alles verloren. Das ist totaler Blödsinn. Es ist bei anderen Spielen so. Bei Spielen, wo ihr speichert und dann sterbt und dann vom letzten Speicherpunkt laden müsst, da habt ihr alles verloren. Bei Mass Effect zum Beispiel, bei Horizon Zero Dawn, du stirbst und hast alles verloren. Vom letzten Speicherpunkt, ja. Aber Dark Souls, da verlierst du nicht alles beim Sterben. Das Spiel geht weiter, du respawnst. Der Respawn ist Teil des Spiels. Das Sterben gehört zum Spiel dazu. Du hast fast nichts verloren, außer dein Geld und deine Seelen, die noch irgendwo rumliegen. Aber all die Items, all das Zeug ist noch da. Dann ist es schwer, das Leuten zu erklären, die Dark Souls nicht kennen und anderen nur hören, ja, Dark Souls schwer, Dark Souls du stirbst, Dark Souls du verlierst alles. Ja, stimmt so nicht. So ist es nicht. Sollte ich mal hier versuchen, den Shortcut zu nehmen und sofort den Ziegendämon rauszufordern? Das wäre eine lustige Idee. Bleib stehen! Ich mach dich platt. Ich mach dich direkt hier platt. Können wir in der nächsten Folge ja probieren. Dann gehe ich direkt da runter. Und mach sofort diesen Ziegendämon. Oder er macht mich halt. Wäre ein schöner Versuch. Hier haben wir nochmal den Holzschild. Das wäre auch nicht schlecht, denn ich brauche ja Schilde. Doppelte Schilde. Um daraus göttliche Sachen zu machen. Oder umzuschmieden. Also manche Sachen sind gut, wenn man sie doppelt hat. Die brauchen wir. Oh, hier geht's lang. Ja, reagier einfach nicht. Ist okay. Plündern. Naja, das Lendentuch brauchen wir nicht. Niemals. So, jetzt wo wir das Leuchtfeuer berührt haben, müssen wir natürlich uns nochmal durch alle durchkämpfen. Aber ich will versuchen, da hinten runterzukommen. Wenn es denn noch in dieser Spielversion funktioniert. Und dann machen wir sofort den Ziegendämon und machen hier den Shortcut auf. Aber ich glaube, weiter werden wir nicht kommen, oder? In die Tiefen können wir noch nicht. Schon wieder das Lendentuch. Du respawnst mit demselben Drop. Mach deinen Schlag. Au! Doppel-K.O. Ein Doppelschlag. Das war schlecht. Für dich. Oh, ich weiß noch, hier bin ich ganz dumm rumgelaufen. Ich habe dauernd versucht, darüber zu springen aufs Dach. Dabei musste man hier die Leiter nehmen. Ich Idiot. Machen wir diesmal nicht. Das brauchen wir alles nicht. Na, jetzt komm aber mal, komm doch her. Dann komme ich halt zu dir. Ach,
schade. Ich dachte, ich könnte ihn backstabben. Da holt er schön mit der Axt aus. Alles sinnlos. Diese kleine wertlose, kleine Zombies, winzige Zombies. Absolut unnütz. So. Die schwächsten Gegner. Wollte ich gar nicht. Ich wollte hier bleiben. Und von hier aus versuchen wir, da rüber zu springen. Darüber und darunter. Nein. Nein. Falsch. Okay, müssen wir nochmal hoch. Aua. So, kommt von hier hinten noch irgendwo einer? Ja. Du. Hätte uns noch gefährlich werden können. Wenn der uns von hinten anpiekst. Ich meine, wir bekommen immer noch hohen Schaden. Die sind noch ein Stück schwerer geworden. Räumen wir hier erstmal alles frei und dann versuchen wir es nochmal. Oh, hier, hier. Nie vergessen, da warten Gegner. Ach, komm schon. Das war voll auf die Finger. Ich habe voll getroffen. Jetzt kommen schon die da hoch. Ach, gut. Abgeblockt. Und zack. Die können ja nicht viel mit ihren kleinen zerbrochenen Schwertern. Das ist Abfall. Einfach nur Abfall. Kann man, glaube ich, zu Snuggly geben. Wird was Schönes draus. Ich glaube, bald können wir aufleveln. Wenn ich noch ein bisschen weiter rumtöte, können wir irgendwann leveln. Da habe ich auch Items übersehen. Ich glaube, die brauchen wir aber überhaupt gar nicht. Die Menschlichkeit, die brauchen wir. Dann doch. Dann schauen wir uns mal in Ruhe um. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter, wenn ich versuche, runter zum Ziegendämon zu springen. Oder ich springe gerade nochmal. Springe ich nochmal? Ach, so knapp. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, bye bye. Euer Gonzo aus Dark Souls Remastered. Ciao.